Söldner will einen Diplomaten töten. Beeil dich besser. Oh, komm schon! Ich muss die Söldner aufhalten, schnell! Ungelogen, ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir. Du hältst dich zurück. Mir reicht es, Verbrecher zu stoppen. Ich muss sie nicht töten. Halt dich nie zurück. Ich tu's nicht. Der hat Probleme. Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Hier wäre geschafft. Wäre ich mal in der Schule so gut gewesen.
Masken greifen gepanzertes Fahrzeug an. Einheit nach Dutchtown. So funktioniert... Juri, du bist zurück. Wie geht's deiner Mom? Gut. Sie beschwert sich schon wieder, dass sie keine Enkel hat. Also, nimmst du jetzt Urlaub? Bist du verrückt? Dafür ist keine Zeit. Es gab keine Apokalypse, also haben wir haufenweise unerledigte Dinge zu erledigen. Rackers Ausbrecher, Dämonen. Fist, Leute wollen wohl auch wieder mitmischen. Klingt nach harter Arbeit, aber wir schaffen das. Nicht du. Für diesen Job brauchen wir Spider-Corp. Du hast es gesagt. Sogar mit der Stimme. Okay, mach's nicht schreck. Du magst mich. Du magst mich wirklich. Na, jetzt ist es schreck. Hör mal los, die Arbeit ruft. Ich kann es kaum erwarten. Spider-Cop überwacht die Stadt. Friedlich. Aber unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Oh, was habe ich getan? Hier wäre geschafft. Noch eine, Beeilung. Ich bin super. Ich kenne dich. Du warst die Halloween-Deko meiner Nachbarn. Ich bin Taskmaster. Und du wirst jetzt zur Schule gehen. Ich habe ein fotoreflexives Gedächtnis. Alles, was du tust, kann ich imitieren. Fang. Beeindruckt! Ich habe mich mit den Avengers angelegt. Du bist nicht. Wann wird dir klar, dass das nicht funktioniert? Für mich wird es großartig. Ich lerne jedes Mal mehr von deinem Mut. Die Coverband ist nie so gut wie das Original. Nutzt meine Moves. Ich habe schon alle Daten. Ich besiege dich, du fliehst. Fazit, du hast verloren. Noch nicht. Auf dich warten weitere Aufgaben in der Stadt. Wenn ich gesehen habe, was du kannst, reden wir über Runde 2. Ich gebe mir solche Mühe, nett zu sein. Warum wollen immer alle kämpfen? Da ist die Drohne. Hab sie. Kann ich mir die Drohne greifen? Perfekt!
Da ist die Drohne. Hab eine. Das ist ein hochmodernes Teil. Die Drohne wird langsamer. Ich liebe Prüfungen und noch mehr, sie zu bestehen. Hey, seht mal, das ist was Schweres. Schön, dich zu sehen. Wow, du bist es wirklich. Was ist dein Problem? Oh, wow, das wird meine Frau nie glauben. Ich sollte den Kerl lieber retten. Da hast du es, du irrer Spanner!
paarlose Sprengung. Noch eine! Beeilung! Ist es traurig, sich über eine bestandene Irrenprüfung zu freuen? Denn ich freue mich. Alle Einheiten, wir haben Meldungen über eine Bombe. Brauchen Verstärkung im Meatpacking District. Over. Ich muss diese Nummer wechseln. Jetzt muss ich New York verlassen. Die Ereignisse geben mir zu denken. Du hast uns Bob gerettet, trotz seines Hasses. Beeindruckend. Ich muss nach Hause und über mein Leben nachdenken. Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Bodenteams in Portside, hier Zentrale. Haben Sie ein Update für Ihre Position? Zentrale, wir verfolgen ein Fahrzeug der Entflohenen. Anscheinend haben diese Söldner einen Roxxon-Chef entführt und in eine Sprengstoffweste gesteckt. Wenn sie dich sehen, bringen sie ihn um. Tick-Tack. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Ungelogen, ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir. Ich bin beeindruckt. Und doch klingt es, als wolltest du mich töten. Noch nicht. Ich kann noch so viel lernen. Brauche ein Update aus Devil's Shelf. Over. Verkehrskontrollpunkt sicher. Sucht nach Spider-Man. Ich muss schnell und leise sein. Wäre ich mal in der Schule so gut gewesen.
so nah? Stromnetz lahmlegen. Vulture lässt Tod auf uns herabregnen. Spider-Man provoziert sie beide im Herzen unserer Stadt und sie prügeln sich wie Kinder. Tödliche Kinder, die in ihrer Wut Tod und Zerstörung stiften. Oft fragt man mich, warum haben solche Irren so unglaubliche Kräfte? Warum nicht jemand wie Sie, Jonah? Tja, ich habe schon überlegt, mir durch die moderne Wissenschaft Kräfte verleihen zu lassen. Natürlich nur, damit ich Sie alle noch besser beschützen kann. Aber nach reiflicher Überlegung habe ich mich dagegen entschieden. Denn Macht verdirbt einen. Ich bin ein Mann des Volkes und ich will einer der hart arbeitenden, normalen New Yorker bleiben. Also helfe ich einfach mit meiner Talkshow, meinem Medienimperium und meinem persönlichen Vermögen. Sie müssen mir nicht danken. So etwas macht ein Mann des Volkes nun einmal. Oh, die viel Glück hatte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. Hier ist Säbelzentrale. Wie ist die Lage in Columbia? 10-4, hier Transporter Sierra. Wir setzen unsere Streife fort. Wenn Sie mich sehen, ist die Geisel tot. Hat dich überrascht, was? Oh, sie sind so süß, wenn sie schlafen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen. Ist da ein Problem? Wenn es das wäre, eher Terroristen und verrückte Wissenschaftler. Sie lernen echt viel da, was? Die Söldner aufhalten, schnell!
Oh ja, ich bin super. Den Wrestler habe ich mit meinen neuen Kräften besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Oh, sie sind so süß, wenn sie schlafen. Schlaf schön. Ich glaube, ich darf wirklich etwas selbstzufrieden sein. Da ist die Drohne. Das ist ein hochmodernes Teil. Sendeschluss. Jetzt kann ich mir die Drohne greifen. Bam! Wie findest du mich jetzt? Die Söldner aufhalten, schnell! Oh.
Wenn du meine Moves kennst, weißt du, dass ich dich fertig mache. Überrasch mich, wenn du kannst. Du gibst noch nicht alles. Ich will dich nicht umbringen. Und ich dachte, du lernst was. Ich weiß nicht, ob du mich rekrutieren oder töten sollst. Aber du schaffst beides nicht. Du kannst deinen Job schnell oder richtig machen. Hat dich überrascht, was? Die Schule ist aus, Taskmaster. Warum verfolgst du mich? Ich sollte feststellen, ob du rekrutierungswürdig bist. Ich wäre lieber Jamesons Fußmasseur als Rekrut von jemandem, der dich anheuert. Dein Pech. Sie zahlen sechsstellig. Manche Leute verdienen es wohl, arm zu sein. Sechsstellig? Nee,